Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Die heutige Sequenz eignet sich hervorragend, wenn du nicht viel Zeit hast und dennoch etwas zu deiner Bauch-, Beine- und Gesäßmuskulatur tun möchtest. Ich bin Angelika Pauf und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Mal angenommen, dir gefallen meine Videos, dann freue ich mich über ein Abo von dir. Drücke dafür gerne auf die Glocke, damit du auch tatsächlich über jedes neue Video von mir informiert wirst. Und wenn meine Videos für dich eine Bereicherung sind, dann hast du die Möglichkeit, meine Arbeit als Kanalmitglied zu unterstützen. Als Kanalmitglied erhältst du zusätzliche Videoimpulse von mir und bist Teil einer kleinen, aber feinen Community. Mit dieser Form der Unterstützung würdest du mir eine riesengroße Freude machen und mir auch tatsächlich helfen, auch in Zukunft noch viele weitere Videos zu drehen. So, dann legen wir los. Alles, was du heute brauchst, ist bequeme Kleidung und eine Matte. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Wir beginnen im Sitzen. Setz dich so, dass deine Füße hüftbreit relativ nahe deiner vorderen Mattenkante aufgestellt sind. Greif hinter deine Kniekehlen, roll auf oder vor deine Sitzbeinhöcke, atme ein, richte die Wirbelsäule gut auf und ausatmen. Zieh den Bauch nach innen, runde deinen Rückenkinn Richtung Brustbein, zieh die Schulterblätter auseinander. Einatmen, rollst du dich langsam wieder Wirbel für Wirbel auf, hebst dein Brustbein. Und ausatmen wirst du wieder ganz rund, ziehst den Bauch so nach innen, dass du dieses Gefühl von Spannung und Kraft in deiner Körpermitte spürst. Einatmen, rollst du dich wieder auf. Nochmal so, atme aus. Zieh den Bauch wie so eine Schale nach innen. Dann richtest du dich wieder auf. Dieses Mal hebst du die Arme schulterbreit nach oben. Und ausatmen, wenn du rund wirst, führst du die Arme zu den Seiten, aktivierst deine Bauchmuskulatur, führst die Arme nach vorne und rollst dich wieder auf. Atmest ein, runder Rücken, Arme gehen auf Schulterhöhe zu den Seiten, Bauch innen, du gehst nur so weit zurück, wie du die Fersen am Boden halten kannst. Einatmen, richtest du dich wieder auf. Und ausatmen, rollst du dich hinter deine Sitzbeinhöcke, runder Rücken, Schulterblätter auseinander, lass die Bauchmuskulatur arbeiten. Noch zweimal so. Atme ein. Atme aus. Wenn du die Ujjayi-Atmung kennst, dann nutze diese Technik. Es wird dir helfen, den Atem zu regulieren, wahrzunehmen und vor allem auch zu entschleunigen. Atme nochmal ein und das nächste Mal roll ganz zurück, Wirbel für Wirbel, lass dir Zeit, spür und fühl in deine Körpermitte hinein, spür, wie du jeden einzelnen Wirbelkörper auf deine Matte bringst, Unterrücken, Schulterblattspitzen und ganz zum Schluss der Kopf. Dann stell die Füße nahe der Sitzbeinhöcke auf, zieh die Knie nacheinander zur Brust hin ran. Und schaukel so ein paar Mal von Seite zu Seite. Sehr gut. Dann bring deine Beine in einen 90-Grad-Winkel, sodass deine Knie senkrecht über deinen Hüftgelenken ausgerichtet sind und die Fersen in einer Linie mit deinen Knien. Die Füße kannst du pointen, flexen oder einfach locker lassen. Mach so, wie es sich für dich gut anfühlt. Dann verschränk deine Hände hinter deinem Kopf, heb die Schultern und den Kopf an. Für die kommende Übung presst dein Kreuzbein in die Matte und achte darauf, dass dein Kreuzbein die ganze Zeit ganz fest mit deiner Unterlage verbunden ist. Dein Kopf ruht in deinen Händen. Und wichtig ist auch, dass der Abstand zwischen Kinn und Brustbein immer ungefähr so eine Faustbreit gleich bleibt. Also, dass du nicht anfängst zu nicken, sondern dass die Halswirbelsäule wirklich ganz stabil bleibt. Nabel zur Wirbelsäule. Einatmen hier, ausatmen, bring die rechte Fußspitze in Richtung Boden und bleib mit dem unteren Rücken am Boden.
Der Fuß muss nicht unbedingt den Boden berühren, geh einfach in Richtung vom Boden, so wie du das von deiner Bauchmuskulatur her gut halten kannst. Ausatmen, linke Fußspitze geht Richtung Boden und du schaust, dass du mit den Schultern wegbleibst von der Matte. Kopf ruht in den Händen. Weiter so, gerne in deinem Atem- und Bewegungsrhythmus. Ganz langsam. Lass die gerade Bauchmuskulatur arbeiten. Einatmen, führst du es wieder zurück. Wunderbar. Weiter so. Wenn du mehr möchtest, kannst du auch beide Füße gleichzeitig Richtung Boden bringen. Viel anstrengender, natürlich dann auch effektiver. Mach's einfach so, wie du möchtest. Falls zu viel, machst du einfach wieder einzeln weiter. Hör dich atmen. Vergewissere dich, dass die Schultern wegbleiben vom Boden. So langsam dürfte es in deiner Körpermitte anfangen zu brennen. Lass es in der Körpermitte zittern. Wunderbar. Dann die Übung zu Ende bringen. Leg die Schultern und den Kopf wieder ab. Umarm deine Beine und schaukel wieder so ein paar Mal von Seite zu Seite. Entspann deinen unteren Rücken und deine Hüften. Weiter geht's mit einer Übung für deine Beine und Gesäßmuskulatur. Stell die Füße relativ nah deiner Sitzbeinhöcke auf, sodass du mit deinen Fingern die Fersen berühren kannst. Knie und Zehen sind nach vorne ausgerichtet. Leg die Arme seitlich von deinem Körper, Handinnenflächen zeigen zur Decke. Dann streck dein linkes Bein gerade zur Decke. Pointe den Fuß. Mit deiner nächsten Einatmung press deinen rechten Fuß in den Boden und heb dein Becken nach oben. Bleib kurz hier. Für die kommende Übung achte darauf, dass deine Hüften parallel bleiben. Oftmals ist es so, dass die Hüfte von dem Bein, das in der Luft ist, dass das ein bisschen tiefer ist. Schau, dass du die Hüfte vom Spielbein praktisch nach oben schiebst. Dein Steißbein in deinen Körper und aktiviere deine Gesäßmuskulatur. Einatmen hier, Becken bleibt oben, ausatmen, senk dein gestrecktes linkes Bein parallel zum Boden. Einatmen, hebst du es wieder an, Hüfte bleibt oben, Bein bleibt jetzt oben, ausatmen, Becken senken. Einatmen, presst den rechten Fuß in den Boden, heb dein Becken maximal, komm in die Hüftstreckung. Ausatmen, das Bein langsam parallel zum Boden absinken lassen, linke Hüfte hoch. Einatmen, heben, ausatmen, Becken senken lassen. Weiter so, in deinem Atem- und Bewegungsrhythmus. Becken heben, Becken bleibt oben, Bein senken, wieder heben und senken. Führ die Übung langsam aus, wie in Zeitlupe, ohne Schwung und aktiviere die Gesäßmuskulatur, die Oberschenkelrückseite von deinem rechten Bein. Entspannen, so gut es geht, deine Schultern, Arme, Gesichtsmuskulatur. Das nächste Mal lass das Becken jetzt oben, das Bein senkrecht zur Decke. Entweder bleibst du hier, einfach hältst es nur statisch und lässt den Po-Muskulatur arbeiten, oder du arbeitest mit so ganz kleinen Hoch-Tief-Bewegungen. Ganz kleinen M-Kontraktionen. Für 8, 7, Atem einfach fließen lassen. 6, 5, 4, spür, wie die rechte Gesäßmuskulatur jetzt arbeitet. Noch 3, höher, noch höher. 2, gleich geschafft. 1. Dann zieh das Bein ein Ticken zu dir ran und roll jetzt von der Brustwirbelsäule langsam zurück zum Boden. Geschafft. Stell den linken Fuß auf. Zieh das rechte Knie zu dir ran, atme ein. Ausatmen, streck das Bein, flex den Fuß.
Zieh die Fußspitze ran und schieb die Ferse von dir weg. Dann fass das Bein entweder an der Oberschenkelrückseite, Wade oder Fußgelenk, so wo du es gut halten kannst, ohne dass die Schultern weggehen vom Boden. Also lass deine Schultern ganz entspannt in die Unterlage sinken. Und jetzt zieh deinen rechten Sitzbeinhöcker zur linken Ferse. Zieh den Nacken lang. Und optional kannst du, wenn du möchtest, das linke Bein strecken. Bis du eine Dehnung in der Oberschenkelrückseite deines rechten Beines spürst. Und wenn du Muskeln oder überhaupt du jetzt diesen Muskel dehnen möchtest, ist es wichtig, dass die Muskulatur entspannt ist. Und das erreichst du am besten über deinen Atem. Atme tief ein und länger aus. Du wirst spüren, wie du über dieses langsame, lange Ausatmen diese Spannung jetzt in dieser Beinrückseite wieder lösen kannst. Sehr gut. Dann stell den linken Fuß auf, pointe den rechten Fuß. Leg die Arme neben deinen Körper, Handinnenflächen zeigen zur Decke. Andere Seite. Einatmen, presst den linken Fuß in den Boden und heb dein Becken. Wieder schau, dass dein Becken parallel ist, dass du das Steißbein in deinen Körper ziehst und deine Gesäßmuskulatur jetzt die Oberschenkelrückseite deines linken Beines aktivierst. Einatmen hier, ausatmen, senk ganz langsam das rechte Bein parallel zum Boden. Einatmen, hebst du das Bein wieder. Ausatmen, langsam lösen. Einatmen, heben. Ausatmen, lösen. Senken. Einatmen, heben. Becken ist immer noch oben. Jetzt das Becken langsam ablegen. Weiter so. In deinem Atem- und Bewegungsrhythmus. Wieder entspann deine Schultern, deine Arme, deine Hände, vor allem dein Gesicht, deine Kiefermuskulatur. So langsam spürst du bestimmt schon den Oberschenkelrückseite deines linken Beines und die Gesäßmuskulatur. Wichtig ist, dich immer wieder darauf zu konzentrieren, dass wenn du das Bein bewegst, dass das Becken, wenn es in der Luft ist, tatsächlich parallel bleibt. Zum Beispiel jetzt schiebe ich die rechte Hüfte hoch, so hoch ich kann. Das nächste Mal, lass das Bein jetzt oben. Du hast die Möglichkeit, es einfach nur statisch zu halten oder wieder mit so kleinen Endkontraktion. Jetzt lass die Gesäßmuskulatur, die linke, arbeiten. Für 8, 7, ganz kleine Hochtiefbewegungen. 6, 5, langsam wird es anstrengend. Noch 4, gleich geschafft. 3, noch höher. 2 und 1. Jetzt zieh das Bein einen Ticken zu dir ran. Roll von der Brustwirbelsäule ab. Geschafft, stell den rechten Fuß auf, zieh das linke Bein gebeugt zu dir ran, atme ein, ausatmen, strecken, flex den Fuß, bring dein Becken wieder parallel, indem du den linken Sitzbeinhöcker zur rechten Ferse ziehst. Und fass das Bein in der Oberschenkelrückseite, Wade oder Fußgelenk, lass die Schultern ganz entspannt in den Boden schmelzen. Zieh den Kinn leicht zum Hals, damit der Nacken lang bleibt. Jetzt schieb die Ferse Richtung Himmel, die Fußspitze zum Knie. Optional kannst du natürlich auch auf dieser Seite dein rechtes Bein strecken. Schieb den Atem dahin, wo du die Dehnung am meisten spürst. Auch auf dieser Seite atme tief ein.
Und ganz langsam und bewusst aus. Sehr gut. Dann beug dein linkes Bein, zieh beide Knie nochmal zur Brust hin ran, schaukel nochmal so von Seite zu Seite. Und eine Bauchübung habe ich noch für dich. Streck die Beine senkrecht zur Decke. Verschränk deine Hände oder platziere sie einfach in deinem Hinterkopf. Heb die Schultern wieder an und den Kopf. Achte wieder darauf, dass der Kopf ganz entspannt in deinen Händen ruht, dass du diesen Abstand ungefähr eine Faustbreit beibehältst. Wieder presst dein Kreuzbein in deine Matte. Atme ein. Ausatmen, senk ganz langsam dein rechtes Bein parallel zum Boden. Lass die Schultern weg vom Boden. Einatmen, führ das Bein wieder zurück. Ausatmen, die linke Seite. Langsam und kontrolliert. Auch hier zieh Nabel konsequent zur Wirbelsäule. Lass die Bauchmuskulatur arbeiten. Ganz langsam. Umso langsamer du die Bewegung ausführst, umso effektiver. Ausatmen, Bein senken. Schultern noch höher. Du ziehst praktisch den letzten Rippenbogen zum Darmbeinkamm. Und alles, was dazwischen ist, ziehst du wie eine Ziehharmonika nach innen. Falls das für dich zu anstrengend ist, wenn du das Bein zu weit nach unten senkst, dann senkst du es einfach nur halb. Das macht es einfacher. Das nächste Mal, wenn das linke Bein parallel am Boden ist, wieder halten. Zieh die Schultern weg von der Matte. Entweder bleibst du hier wieder in dieser statischen Haltung oder auch hier kannst du wieder mit so ganz kleinen Endkontraktionen arbeiten. Dieses Mal sind es die Schultern, die sich von der Matte lösen. Für 8, ganz klein und hoch und 7. Atem fließen lassen, 6. 5, Schultern weg vom Boden, 4. Atme, 3, gleich geschafft, noch höher, 2 und 1. Einatmen für das linke Bein zurück, ausatmen, senkt das rechte Bein. Und wieder, entweder hältst du die Schultern weg vom Boden oder wieder kleine Endkontraktionen für 8. Schultern weg vom Boden, 7. Es darf jetzt in der Körpermitte brennen, 6, 5, 4, höher, 3, 2, noch höher, gleich geschafft, 1 und lösen. Einatmen, heb das rechte Bein. Ausatmen, zieh die Knie wieder zur Brust hinan und wieder schaukel so ein paar Mal von Seite zu Seite. Sehr gut, geschafft. Dann stell die Füße mattenbreit auf und jetzt lass die Knie einfach ganz entspannt nach innen fallen. Achte wieder darauf, dass der Nacken lang ist. Und dann leg deine Hände jetzt ganz entspannt auf deinen Bauch, so um deinen Bauchnabel herum. Jetzt erlaub dem Bauch wieder ganz weich zu werden. Je schneller dein Bauch umschalten kann, von der Anspannung zur Entspannung, umso besser. Das ist ein Synonym dafür, wie du auch im Alltag aus einer stressigen, angespannten Situation wieder Ruhe in dein System bringst und wieder bei dir in deiner Mitte ankommst. Und dann streck die Beine kurz großzügig am Boden aus, lass die Füße nach außen fallen, Arme weg vom Körper, schließ hier kurz deine Augen. Und spür und fühl jetzt in deine Körpermitte hinein, in deinen ganzen Körper, wie die Energie jetzt durch deinen Körper fließt.
Und dann stell einen Fuß nach dem anderen auf. Bring deine Hände mit der Handinnenfläche unter deine Lendenlordose. Heb ein Bein, heb den Kopf und die Schultern, atme ein und ausatmen. Komm mit Schwung zum Sitzen. Ganz kurz auf ein Kissen, Handtuch oder auf einen Stuhl. Wenn du magst, schließ hier nochmal deine Augen. Richte dich nochmal gut auf. Nimm dich wahr. Spür die Kraft deiner Körpermitte. Spür deine Power. Spür dich mit all deinem Sein. Wenn du soweit bist, öffne langsam deine Augen. Schön, dass du dabei warst, schön, dass du durchgehalten hast. Ich hoffe, die Übungen haben dir, obwohl sie teilweise anstrengend war, Spaß gemacht. Gönne dir diese Viertelstunde immer mal wieder. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, du könntest ein bisschen mehr Power gebrauchen. Denn wenn du deine Körpermitte stärkst, richtest du dich automatisch auf. Und diese Aufrichtung verhilft dir, sowohl auf der körperlichen, geistigen und mentalen Ebene zu mehr Power. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du es an deine Freunde, Bekannte, Familie weiterempfehlst. Ich freue mich generell, wenn du meinen YouTube-Kanal weiterempfehlst. Falls du auf Facebook oder Instagram bist, freue ich mich auch sehr, wenn du da mal bei mir vorbeischaust. Ich wünsche dir einen powervollen, fantastischen Tag oder einen ganz gemütlichen, entspannten Abend. Mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis bald. Namaste.